Hallo und herzlich willkommen zum Blick an die Wall Street, zum Blick auf den Handelsstart in den USA. Ja, im Hintergrund sieht man schon, die Schwäche, die wir gestern beim Dow Jones gesehen haben, setzt sich heute eigentlich fort. Wir kämpfen nach wie vor mit der Marke um 18.000 Punkte, die wir gestern natürlich nach unten durchschritten haben aufgrund der Zinsentscheidung oder der unveränderten Zinspolitik in den USA, aufgrund der des Vorwahlgeplänkels ohne ja, große Richtungsentscheid. Nach wie vor bleibt es dabei, der Sprung unter diese 18.000-Punkte-Marke ist eigentlich ein Verkaufssignal. Das Gute immerhin, der Abwärtsdruck ist scheinbar nicht besonders groß. Insofern könnte es auf dem Niveau schon halten. Nichtsdestotrotz, die Gefahr besteht trotzdem weiterhin, dass wir die Signallinie bei 17.800 Punkten etwa nochmal antesten könnten. Insofern, wie gesagt, muss man keinen großen Handlungsbedarf an den Tag legen. Ohnehin werden momentan selbst gute Quartalsergebnisse, wie wir zuletzt gesehen haben, abverkauft. Insofern ist der Markt sehr von Unsicherheit geprägt und da schadet es nicht, wenn man einfach mal außen vor bleibt. Stichpunkt bei Quartalsergebnisse heute. Die Ergebnisse bei Qualcomm sehr gut ausgefallen, wie man hier sieht, beim Umsatz über den eigenen Prognosen, auch beim Ergebnis der Aktie über den eigenen Prognosen, insofern auch über den Prognosen der Analysten übrigens, insofern die Aktie natürlich gut im Markt. Wir haben hier aktuell einen schönen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Sind hier natürlich schon an dem oberen Ende angekommen, haben aber in den letzten Tagen auch schon einiges wegkonsolidiert. Ich denke mal, dass wir auf dem aktuellen Niveau durchaus eine Long-Position eingehen kann, um hier diesen Trend weiter zu folgen. Die Aktie, wie gesagt, mit starken Ergebnissen unterwegs oder die Firma mit starken Ergebnissen unterwegs und charttechnisch absolut in Line. Testet gerade fast die untere Bandbreite des Aufwärtstrends. Insofern für mich momentan ein klarer Kauf. Steht da die Übernahme von NXP noch im Fokus? Ich denke, das wird das Unternehmen weiter stärken. Es bleibt natürlich noch abzuwarten, ob sie wirklich zustande kommt. Ich gehe davon aus, dass ja, weil die Behörden hier dürften ja keine Einwände haben. Ebenfalls mit Zahlen heute 3D Systems. Beim Umsatz in Line, beim Ergebnis etwas über den eigenen Erwartungen auf 9 Monate gerechnet 467 Millionen Dollar Umsatz bei 39 Cent Verlust je Aktie, damit den Verlust im Vergleich zum Vorjahr von 53 Cent eingedämmt und wie gesagt besser als von Analysten prognostiziert. Die Aktie leicht im Plus vorbörslich gewesen, hat sie auch halten können. Man hat zuletzt auch die Signallinie angetestet. Es war in der Vergangenheit eigentlich immer ein ja, guter Einstiegszeitpunkt. Der Ausblick insgesamt ist auch sehr gut ausgefallen. Ich gehe davon aus, dass die Aktie hier wieder nach oben drehen kann, wenngleich der Gesamtmarkt hier etwas, also nicht ganz mitspielt. Aber die Aktie dürfte aufgrund der guten Aussichten, der guten Prognosen nach oben wieder sich absetzen können und möglicherweise diese alten Hochs bei 17 Euro in den nächsten Wochen angehen. Spekulativ für mich momentan durchaus kaufenswert, zumal ja auch eine gewisse Übernahmefantasie im Markt insgesamt ist. Gepaart mit der guten Guidance, die man gegeben hat, rechtfertigt es doch den spekulativen Einstieg aktuell. Ja, eine der großen, die gestern nachbörslich Zahlen gebracht haben, war Facebook. Man sieht es im Hintergrund, eine sehr starke Entwicklung im dritten Quartal, 7 Milliarden Dollar Umsatz im Vergleich zu 4,5 Milliarden im zurückliegenden Quartal, im Vorjahresquartal. Das ist natürlich ein massives Wachstum, natürlich ausgelöst durch die starken Umsätze auf mobilen Geräten im Bereich Werbung. Man hat natürlich, ja, so Ergebnis war auch stark. Man hat natürlich bei dem Ausblick auf 2017, ja, ich sag mal, gepatzt oder bewusst vorsichtig agiert. Man hat gesagt, dass das Wachstum in der Ausgestaltung nicht ganz nachhaltig sein wird. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass die Aktie, ich sage mal, mit 30% pro Jahr wachsen kann, die Umsätze mit 30% pro Jahr wachsen können.
Man hat auch noch die Möglichkeit, außerhalb des Werbemarkts für Umsätze zu sorgen. Man macht ja mehr als 19%, glaube ich, rein mit Werbung. Man könnte die 1, ich glaube 1,7 Milliarden Nutzer durchaus auch irgendwann mal zur Kasse bitten. Das ändert aber nichts daran, dass die Aktie doch deutlich verloren hat, 7% im Minus mittlerweile, testet aktuell die 200-Tage-Linie, die Signallinie. In der Vergangenheit eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, um den Wert noch relativ günstig einzusammeln. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das Wachstum bei Facebook weiterhin hoch genug bleiben wird, um KGV von 30 zu rechtfertigen. Insofern für mich die Schwäche, die wir heute sehen, eigentlich eher eine Chance zum Einstieg. Das gilt nicht für ja, Fitbit. Auch Fitbit hat gestern nachbörslich bereits Zahlen geliefert, die eigentlich vom Wachstum her okay waren. 503 oder fast 504 Millionen Dollar Umsatz, das heißt ein quartalsmäßiges Wachstum von 23%. Das Problem bei Fitbit, warum man gestern dann nachbörslich bereits um 23% bis teilweise sogar 30% abgestraft wurde, ist der Ausblick auf das laufende Quartal bzw. das Gesamtjahr. Man erwartet 725 bis 750 Millionen Dollar Umsatz. Das ist deutlich weniger, als die Analysten eigentlich erwartet hatten. Und wenn man die Erwartungen natürlich nicht trifft, dann wird man auch abgestraft. Zumal die Aktie ja in der Vergangenheit ohnehin schon im Abwärtstrend war, hat hier ein neues Tief generiert, damit ein neues Verkaufssignal. Und ja, momentan ja, sieht es nicht so aus, dass hier große Gegenwehr kommt. Von der Bodenbildung kann man mittlerweile auch nicht mehr sprechen. Insofern sollte man von der Aktie letztendlich die Finger lassen. Das war's für den Moment. Ich wünsche Ihnen einen guten Handelsstart in den USA und letztendlich dann freue ich mich auf die morgige Sendung.